begrüßen zu unserem zweiten Vortrag jetzt Professor Dr. Joachim Fischer. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie haben Gastprofessur an verschiedenen Universitäten gehabt. Sie sind jetzt Honorarprofessor für Soziologie an der Technischen Universität Dresden, Philosophische Fakultät. Kurze Auswahl Ihrer Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: allgemeine Soziologie, soziologische Theorie, Sozialtheorie, Kultursoziologie, aber vor allem auch philosophische Anthropologie. Max Scheler, Plessner, Hartmann, so sind Sie auch der Präsident der Helmut-Plessner-Gesellschaft. Aus einer reichhaltigen Publikationsliste, darf ich sagen, Standardwerk hervorgehoben, die philosophische Anthropologie zur Bildungsgeschichte eines Denkansatzes. Jahre 2000 das erste Mal erschienen und 2008, 2009 und jetzt in diesem Jahr eine erweiterte Neuausgabe erschienen. In einem älteren Aufsatz vertreten Sie die These, dass uns die philosophische Anthropologie, so wie Sie sie verstehen, nicht als philosophische Disziplin, wenn ich es richtig verstanden habe, der Platzhalter des Humanismus in Zeiten seiner Infragestellung sei. Also der Transhumanismus wäre eine solche Infragestellung. Also dass sozusagen die philosophische Anthropologie der Platzhalter des Humanismus sei. Da bin ich sehr drauf gespannt, Fischer. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Fischer, für die Einladung zu dieser Tagung. Ich spreche zu Transhumanismus aus Sicht der philosophischen Anthropologie, trage Ihnen meine Überlegungen in drei Schritten vor. Zunächst skizziere ich den Transhumanismus bzw. Posthumanismus und die Phänomene der gegenwärtigen Lebenswelt, auf die er sich bezieht. Dann entwickle ich unabhängig vom Transhumanismus einen komplexen Begriff des Menschen aus der Perspektive der modernen philosophischen Anthropologie. Das mache ich deshalb, um einen Abstand zum Transhumanismus zu gewinnen, eine Beobachtungsmöglichkeit. Und ich schließe drittens damit, indem ich von diesem exponierten Begriff des Menschen Stellung zum sogenannten Transhumanismus beziehe. Das sind also insgesamt drei Akte. Da ich im Verlauf meines Vortrages auch auf eine philosophisch-anthropologische Aufklärung dieser Weltraumfahrt komme, als ein Aspekt, den der Transhumanismus in sein Phänomenspektrum mit einbezieht und daher Sorgner auch schon eine Reihe von Büchern herumgegeben hat, gebe ich auch ein Buch herum zur Soziologie der Weltraumfahrt, das ich nebenbei durchgeht. Ich bin also bei meinem ersten Punkt, dem ersten Akt. Das nimmt natürlich Motive auf, die in dem Vortrag von Herrn Sorgner selbstverständlich schon bereits zur Sprache kommen, aber es kann ja nicht schaden, das Spektrum Ihnen noch einmal aufzublättern, von jemandem, der nicht aus dem Transhumanismus selbst kommt. Transhumanismus ist eine Denkrichtung, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts einen Übergang von einer Gesellschaft der biologischen Menschen hin zu einer transhumanen bzw. posthumanen Gesellschaft erstens beobachtet, diesen Übergang zweitens diskursiv begleitet durch Fiktionen, vor allem Science Fiction, Romane, Filme etc., durch futuristische Szenarien und durch intellektuelle Diskussionen. Und diesen Übergang drittens auch befördern will, teilweise direkt ausgewirkt. Die transhumanistische Ausgangsthese ist, dass die menschlichen Körper und Gehirne, so wie sie von Natur aus gegeben sind, die menschlichen Kapazitäten beschränken. Zitat von Max Mohr: Wir können höhere Gipfel erklimmen, wenn wir nur unsere Intelligenz, unsere Entschlossenheit und unseren Optimismus dafür einsetzen, die menschliche Gruppe zu durchstoßen. Zitat. Es handelt sich beim Transhumanismus also einerseits um eine intellektuelle Denkrichtung, einen Denkansatz, technologisch vermittelte menschliche Lebensverhältnisse in der Moderne zu beobachten und zu beschreiben und zugleich um eine organisierte kulturelle und soziale Bewegung, die auf die behauptete Entwicklung hin zu einem posthumanen Zustand selbst Einfluss nehmen will. Diesen technologischen Prozess in einer grundsätzlich optimistischen Grundhaltung mit optimieren. Der Transhumanismus bezieht sich dabei bei seiner Programmatik auf ein ganzes Bündel von Wissenschaften, von Naturwissenschaften, müsste man sagen, und verbündet sich mit ihnen, diesen Wissenschaften, deren Technologien eine nicht nur technologisch korrigierende, sondern eine sich selbst in ihrer Natur überschreitende Menschheit ermöglichen sollen. Biotechnologien, Nanotechnologie, Regeneration,
alternative Medizin, technische Implantate, Computerwissenschaften einschließlich der künstlichen Intelligenz, Pharmazie hinsichtlich von Designerdrogen, Eugenik, Kryonik, Wissenschaften der Raumfahrt. Das ist Spektrum, vielleicht ist das gar nicht sozusagen vollständig. Diese Technologien ermöglichen es aus Sicht des Transhumanismus tendenziell jedem Menschen, das ist das Liberale, das bereits erwähnte Liberale im Moment, jedem Menschen durch die Verschmelzung von menschlichem Körper und Technik die Lebensqualität in allen Dimensionen des Körperlichen, des Psychischen und des Kognitiven nicht nur zu reparieren oder zu heilen, sondern sprunghaft zu verbessern, so zu optimieren, dass es im Gefolge dieses Human Enhancements zu einem Zustand Beyond Humanism kommt. Transhumanismus, so hatte einer der schon erwähnten Vordenker, Julian Huxley, bereits 1957 bestimmt, meint den, Zitat, Menschen, der Mensch bleibt, aber sich selbst durch die Verwirklichung neuer Möglichkeiten von seiner Natur und für seine Natur überwindet. Zitat Ende. Der Fokus in allen transhumanistischen Theorien liegt also in der Überwindung der menschlichen Natur, das Transzendieren, in der vollständigen, technologisch verursachten Metamorphose oder Verwandlung in eine neue, evolutionäre, posthumanistische Lebensform. Denken Sie an den Durchstoß durch die Puppe des biologischen Menschen im ersten Zitat. Und noch ein Zitat von dem auch schon erwähnten FM 2030. Transhumane sind die erste Manifestation einer neuen Art von evolutionären Wesen. Sie ähneln darin den ersten Hominiden, die vor vielen Jahren die Bäume verließen und sich umschauten. Zitat Ende. Die Pointe des Transhumanismus ist, dass ein solches neues posthumanistisches Format nicht in ferner Zukunft liegt, sondern bereits begonnen haben soll. Dass die posthumane Existenzform bereits begonnen hat, dass Transhumane unter uns sind. Ja, dass tendenziell jeder unter uns spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts bereits zu den sogenannten Transhumanen gehört. Ich möchte den ersten Teil, ersten Akt schließen, indem ich diese verschiedenen überlappenden Phänomene der Lebenswelt versammle, die der Transhumanist erneut versammle, also sozusagen in Ergänzung zu dem, was er sorgfältig vorgetragen hat, erneut versammle, die der Transhumanismus als Denkrichtung und als technisch-kulturelle Bewegung immer erneut heranzieht und die er gleichsam jeweils perspektivisch in ihren Möglichkeiten verlängert. Man könnte sagen, aus transhumanistischer Sicht schieben sich von mehreren Seiten technologische Phänomene in die kulturell-soziale Welt des modernen Menschen, in seine innerste Existenz, die eine scheinbar vertraute humanistische Gestalt des Menschen zu sprengen scheint. Roboter, Cyborgs als Mensch-Maschinen-Verschmelzungen, euplastisch neu geformte Körper, transsexuelle Körper, eugenisch evaluierte Embryos, pyrotechnisch behandelte Hirne und Ganzkörper, die auf Wiedererweckung in einer absehbar fortgeschrittenen Medizin warten, Kosmonauten auf Weltraumstationen und künftigen Marsmissionen. Für den Transhumanismus sind bereits alle diejenigen, deren Kreisläufe nur mit technologischen Implantaten wie Herzschrittmachern aufrechterhalten werden, Cyborgs, also auf einer bestimmten Ebene kybernetisch veränderte menschliche Körper. Weltweit vor Augen stehen partielle Cyborgs vom Typ Oscar Pistorius, die als Paralympics mit ihren Hightech-Prothesen die normalen Sportler im Leistungsvergleich herausfordern. Eine Ebene höher, die bereits erwähnten Hirnschrittmacher, die als künstliche Implantate eindeutig die Parkinson-Erkrankung zumindest verzögern und die andere Betroffene aus tiefen Depressionsanfällen herausholen. Erwartbar ist, dass innerhalb einer regenerativen Medizin nach Schlaganfällen Funktionsteilungen durch neuronale Implantate ersetzt werden können. Erwartbar aber eben auch nicht nur regenerative, sondern optimierende Möglichkeiten der Erfahrungssteigerung durch entsprechende Chips in Augen und Ohren und im Hirn, die das Gedächtnis durch Zugriff auf Netzwissen erweitern, das Fremdsprachenlernen beschleunigen und in diesen kognitiv erweiterten Menschen auch sinnliche, ästhetische Erfahrungen, wie Musik hören, Bilder sehen und Fühlerfahrungen steigern können. Da hoffen
darauf hat besonders Herr Sorgner auch als Musikphilosoph aufmerksam gemacht. Ein anderes Phänomenfeld sind die technologischen Potenziale, also ein davon getrenntes, aber sich mit ihm überlappendes Phänomenfeld, sind die technologischen Potenziale des veränderten Aussehens der Körper. So wie bereits in den Geschlechtswechseln, diesen Meisterstücken der modernen Medizin, einschließlich kosmetischer Chirurgie, elastisch umgebaute Körper. Das betrifft insgesamt das gelockerte Dispositionsverhältnis des individuellen Menschen zu seinem Körper, seines möglichen Umbaus, seiner Überwindung. Alles das wird von Transhumanisten unter dem normativen Stichwort der morphologischen Freiheit diskutiert wird. Noch ein weiteres, anderes Phänomen in der generativen Linie der Reproduktion. Rekurrieren die transhumanistischen Ideen auf die zweifellos gegebenen und auch partiell bereits praktizierten Möglichkeiten der Eugenik in einem liberalen Sinn, wohlgemerkt den Privatleuten überlassene, ärztlich assistierte Eugenik. Sieht man auf die Menschenwelt selber, so tauchen in ihrer Mitte pränatal von den Eltern für gut befundene, der behutsamen Eugenik unterzogene, biomedizinisch möglicherweise umgebaute Lebewesen auf. Damit erschöpfen sich in den humanistischen Menschenbegriff liquidierenden Phänomene aus Sicht des Transhumanismus nicht. Im Fokus der transhumanistischen Sicht immer bereits die Roboter, die künstliche Intelligenz, deren Leistungen unübersehbar mit den menschlichen Leistungspotenzialen zu wetteifern beginnt. Die Duelle der Schach-Supercomputer mit den jeweiligen Schachweltmeistern sind transhumanistische Phänomene der Weltöffentlichkeit. KI-Forscher praktizieren mit ausgelagerter, verselbstständigter Intelligenz und rechnen mit sogenannter technologischer Singularität, auch so ein transhumanistischer Begriff, also sich intelligent selbst verbessernden kreativen Maschinen. Isaac Asimovs bereits 1950 formuliertes Manifest zu den Robotern untersagte diesen damals bereits die Verletzung von Menschen, räumte ihn aber Selbstschutz ein. Ein damit überlappendes Phänomen ist die Vorstellung, auch bereits erwähnt, des Mind-Uploadings, also die technisch ermöglichte Auslagerung von Gehirninhalten, von geistigem Content auf digitale Trägermedien. Die Aufmerksamkeit des Transhumanismus richtet sich von Beginn an schließlich immer auch auf die Weltraumfahrt. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts scheint das Projekt der Kosmonautik die ausgreifende Erdablösung des Menschen bis in die Anschauung hinein, aufrechter Gang, die humanistische Gestalt zu liquidieren bzw. zu sprengen. Und die Kosmonauten selbst in ihren interstellaren Raumstationen anscheinend Grenzfälle menschlicher Lebensform entsprechen als absoluter, diesen Kosmonauten entsprechen als absoluter Grenzfall des Humanismus die ihnen irgendwann begegnenden extraterrestrischen Lebewesen. Seitdem Menschen in der Raumfahrt die Ablösung von der Erdhaftigkeit praktizieren, kommt ihnen zumindest in der kulturell-wissenschaftlichen Erwartung der Transhumanisten extraterrestrisches Leben entgegen, dessen Begegnung wissenschaftlich-technisch herbeigeführt, ethisch erwartet und kulturell langfristig präpariert wird. Soweit der erste Akt. Einfach das Spektrum vor Ihnen aufblättern an Phänomenen, was mit dem Transhumanismus als Denkrichtung und als kulturelle soziale Bewegung gemeint ist, soweit ich es beobachten kann. Ich bin bei meinem zweiten Akt, philosophische Anthropologie. Alles kommt darauf an, von wo aus man den Transhumanismus beurteilt, von welchem Begriff des Menschen aus man argumentiert. Ich beziehe mich hier dezidiert nicht auf einen theologischen Menschenbegriff, was ja möglich wäre, nämlich ein Schöpfers zu sein und in diesem Verhältnis sich zu orientieren. Und auch nicht auf einen strikt naturalistisch-evolutionsbiologischen, seit Darwin, Mensch als ein Lebewesen unter anderem, das in allen seinen Erlebnis- und Verhaltensweisen den evolutionären Gesetzen der Anpassung, der Selbsterhaltung und Genreproduktion folgt, ausgesetzt, ausgeliefert ist. Und ich beziehe mich auch nicht auf einen klassisch-modernen Humanismus, für den, jedenfalls in seiner kartesianisch-idealistisch-dualistischen Fassung bei Kant, Fichte und Hegel, der Mensch in erster Linie ein herausgehobenes immaterielles Geistwesen ist, dessen Kategorien die Welt der Dinge Form
Bomben konstruiert und diese als immaterielles Geistwesen selbst bestimmt. Ich beziehe mich vielmehr auf die moderne philosophische Anthropologie im 20. Jahrhundert, wie sie von der Denkergruppe um die Philosophen, um die deutschen Philosophen, Biologen und Soziologen Max Scheler, Helmut Plessner, Arnold Gehlen und Adolf Borgmann als Paradigma entwickelt worden ist. Dieser Denkansatz liegt in den Schriften von Scheler über die Stellung des Menschen im Kosmos, von Plessner über die Stufen des Organischen und der Mensch und von Gehlen über, so sein Titel, der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt vor. Der philosophisch-anthropologische Ansatz im 20. Jahrhundert ist eine interessante Position zwischen dem modernen Naturalismus seit Darwin und dem klassischen idealistischen Humanismus. Die philosophischen Anthropologen versuchen eine Kategoriensprache zwischen avancierter Biologie und den Kultur- und Sozialwissenschaftlern zu entwickeln, die es ihnen erlaubt, zwischen den beiden sogenannten Kulturen der Intelligenz, also der Intelligenz im Sinne der wissenschaftliche Intelligenz gerecht zu werden. Den Naturalisten einerseits, den Humanisten andererseits oder den Naturwissenschaftlern einerseits, den Geisteswissenschaftlern andererseits. Philosophische Anthropologen lassen sich tief auf den Naturalismus ein, ohne den Menschen auf das Naturgeschehen zu reduzieren. Denn sie wollen zugleich den humanistischen Selbsterfahrung des Menschen hinsichtlich einer Differenz im Naturgeschehen gerecht werden. Das Stichwort dabei, dem Sie gleichsam in Ihrem Ansatz folgen, ist Hominitas, nicht Humanitas. Sie kreisen um das, was man klassisch die Sonderstellung des Menschen in der Natur nennt, um die Hominitas, die Conditio Humana, in der Natur selbst aufzuweisen. Das war ja schon im Gespräch und in der Debatte. Sie alle kennen heute diese Zahlen von 95% oder 98% Übereinstimmung im Erbgut von Schimpansen und Menschen, sodass eine kleine aus Sicht der Naturalisten und Darwinisten eigentlich zu vernachlässigende Differenz von 5% oder 2% bleibt. Philosophische Anthropologen unterscheiden sich von den Naturalisten und Darwinisten, indem sie sich bildlich gesprochen statt auf die 95% oder 98% genetische Übereinstimmung auf das Phänomen der 5% oder 2% zwischen Schimpansen und Menschen konzentrieren. Sie wollen jedenfalls auf der Ebene der Phänomenalität des menschlichen Lebewesens die Differenz in ihren Folgen für die menschliche Lebensform markieren, ohne den Schimpansen etwas zu nehmen, ohne das menschliche Lebewesen theologisch oder teleologisch zu einer Krönung der Schöpfung oder der Naturgeschichte zu erklären. Helmut Plessners Begriffsvorschlag, den Menschen als exzentrische Positionalität zu kennzeichnen, entspringt diesem philosophisch-anthropologischen Vorgehen. Ich erläutere Ihnen das Vorgehen der philosophischen Anthropologen aber zunächst nicht mit Plessner, sondern mit dem gegenwärtig stark diskutierten und rezipierten Michael Tomasello, des Co-Direktors am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, der auf seine Weise ebenfalls nüchtern wie die philosophischen Anthropologen die Sonderstellung des Menschen in der Evolutionsgeschichte kenntlich machen wird. Wann und wo immer Tomasello in einem indirekten Anschluss, also nicht in einem direkten, sondern einem indirekten Anschluss an das Theorieprogramm der philosophischen Anthropologie das umkämpfte Feld zwischen Naturalismus und Humanismus betrifft, um einen adäquaten, komplexen Begriff des Menschen zu erreichen, macht er klar, dass er weder das Spiel des reduktionistischen Naturalismus und Neodarwinismus mitspielt, alle Kultur auf Natur und Gene zu reduzieren, noch das Spiel des elagierten, überdehnten Humanismus in der soziokulturellen Konstruktion seitens des Menschen von allem und jedem die naturale Verankerung auszubilden. Naturalismus ja, aber kein reduktionistischer, so Tomasellos Losung. Man muss mit der Natur und Naturgeschichte anfangen, so ist das zu verstehen, aber nicht als reduzierende Abbaubasis aller spezifischen Kulturleistungen, sondern um die Natur und Naturgeschichte selbst als Ermöglichungsgrund der Kulturschöpfung des Menschen nachzuweisen. Der spezifischen Kulturschöpfung des Menschen nachzuweisen. Nur dann hat man die Aufbaubasis, um nun umgekehrt den Menschen als
das Lebewesen begreifen zu können, das sich selbst und seinesgleichen als ein Kulturgeschöpf immer neu erfindet, schafft und verändert und damit die spezifisch menschliche Geschichte entfaltet, die nicht, wie hier schon erwähnt wurde, von einem Diskutanten deckungsgleich ist mit den evolutionären Mechanismen. Diese List, sich tief auf den Naturalismus seit Darwin einzulassen, um aus ihm heraus dem Humanismus von Kant und anderen voll gerecht werden zu können, war auch die Theorielist der philosophischen Anthropologie, wie in Helmut Plessners Buch Die Stufen des Organischen und der Mensch von 1928 anklingt, auf das ich noch zurückkomme. Wie den Beweis so überzeugend führen, dass die feindlichen Heere des dass die einander feindlichen Heere des Naturalismus und klassischen Humanismus zurückbrechen. Das Nadelöhr des dritten Weges ist der präzise kontrastive Tier-Mensch-Vergleich, und zwar der Vergleich der Ontogenesen, der Primatenjungen und der Menschenkinder, der entwicklungspsychologische Vergleich, den Tomasello durchführt, indem der Forscher auf einen charakteristischen Kontrast innerhalb der Ontogenese, innerhalb der kindlichen Entwicklung lauert. Das Große, das Heroische an Tomasello ist, dass er und seine verschiedenen Forschungsteams nicht wie üblich auf das Differenzkriterium der Sprache setzen, Menschen sprechen, Primaten nicht, nicht Menschen wie Primaten nicht, sondern davor fündig wird, in seiner Beobachtung, in seiner kontrastiven Vergleichsbeobachtung, nämlich in der nichtsprachlichen Zeigegeste, die bei Tomasello gleichsam der naturgeschichtliche Weichensteller für die Humanspezifikation, für die Sonderstellung des Menschen ist. In verschiedensten raffinierten Versuchsstationen untersucht Tomasello, wie Schimpansen und Schimpansenjungen miteinander kommunizieren, und wie kontrastiv, vorsprachlich bereits, kleinste Kinder untereinander und mit Erwachsenen kommunizieren. Es ist für ihn vollkommen klar, dass es eine bereits expressiv gestisch orientierte, intentionale Kommunikation zwischen Menschen und Affen gibt. Sie folgen der Blickrichtung des Artgenossen, sie können dessen Intentionen interpretieren, sie kommunizieren in direkten dyadischen Gesten ihre Intentionen, allerdings immer direkt aufeinander bezogen und dabei immer zentriert auf sich selbst, auf die eigenen Interessen, die es im Wettbewerb um Chancen zu wahren. Mit anderen Worten, Tomasello schätzt die soziale Intelligenz der Schimpansen sehr hoch ein. Sie sind sehr schlau. Er nimmt ihnen also nichts. Er beobachtet sie sehr genau. Was machen Menschenkinder? Die Entwicklung ist in vielen parallel, zum Beispiel hinsichtlich der Wahrnehmung von Dingen etc. Aber dann taucht ontogenetisch mit einem Jahr oder bereits etwas früher, die sogenannte Neun-Monats-Revolution, ein vorsprachliches Sonderphänomen. Kleine Menschenkinder, noch vor jedem Sprachgebrauch, lassen ihren Blick vom Zeigefinger der Erwachsenen zu einem dritten Ort führen. Sie strecken selbst den Arm seinen Finger aus und zeigen auf etwas. Sie teilen mit dem Gegenüber für die jeweiligen Augenblicke kommunikativ die Aufmerksamkeit auf die gezeigte, gemeinsam gesehene Sache. Und sie wissen dabei, dass sie die Aufmerksamkeit mit dem anderen auf etwas Drittes teilen. Sie übernehmen prinzipiell die Perspektive des anderen auf das gemeinsame Dritte. Das ist natürlich die ontogenetische Urszene aller Instruktion, aller Erziehung, alles Lehrens und Lernens, aller Nachahmung, die alle weitere Entwicklung der kleinen Menschenkinder leitet, und das ist die Basis aller spezifisch menschlichen. Und diese sich in jeder Generation von Neuankömmlingen ontogenetisch wiederholende Urszene der Zeigegeste ist für Tomasello zugleich die vermutete phylogenetische, die evolutionsgeschichtliche Urszene, in der vor Millionen Jahren mit einem biologischen, naturgeschichtlichen Umbruch die Humanspezifikation einsetzt. Denn die Zeigegeste ist ja zunächst nichts weiter als ein evolutionärer, man würde vielleicht besser sagen revolutionärer Umbruch im Verhältnis zum eigenen Körper. Das in der Zeigegeste auf Sachen disponierte gemeinsam geteilte Wissen und die gemeinsame kooperative Zielverfolgung, die Shared Intentionality, wie Tomasello pointiert, die geteilte Intentionalität erweist sich offensichtlich als der Überlebens- und Überlegensvorteil kleiner menschlicher Gruppen gegenüber anderen Primaten. Apes don't point. Aus seinen Voraussetzungen verfolgt Tomasello dann eine eigene Sprache,
eine eigene Theorie der Sprache und der Kultur. Das Einwandern der körperlichen Zeigegesten in das virtuelle Organ der Lautsprache, in die Wortbildung der Zeigewörter, da, dort, dieser, jener etc., womit vor allem zeitlich und räumliche Ferne in die geteilte Kooperation hereingeholt werden kann. Jetzt bin ich so weit in meinem zweiten Teil, dass ich Ihnen Plessners philosophisch-anthropologischen Begriff der exzentrischen Positionalität als Kennzeichnung des Menschen mit Thomas Sowell erläutern kann. Exzentrische Positionalität als Kennzeichnungsvorschlag für das menschliche Lebewesen ist ein raffinierter, zunächst schwer erscheinender Begriff, der aber mit Thomas Sowells anthropologischem Grund der Zeigegeste und der geteilten Intentionalität luzid und transparent werden kann. Plessner möchte, wie Thomas Sowell, das Humanspezifikum, die menschliche Sonderstellung aus der Naturgeschichte aufklären, ohne einen Dualismus zu behaupten. Im Unterschied zum unbelebten Stein, der bloß in einer raumzeitlichen Position ist, nennt Plessner belebte Dinge, Organismen, Positionalitäten. Sie erhalten nämlich ihre Raumzeitposition vital in einem Umfeld aufrecht. In dem Begriff der Positionalität für lebendige Organismen ist das anonyme Lebensgeschehen kategorial eingefangen, das bereits in Goethes berühmter Theorie wenige Jahrzehnte vor Darwin als vitale Widerfahrnis des Naturgeschehens durch die menschlichen Subjekte hindurch festgehalten wird. Zitat Goethe aus dem berühmten Fragment über die Natur. Natur, wir sind von ihr umgeben und umschlungen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihre Arme entfallen. Zitat Ende. Bei Darwin ist dieser evolutionäre Kerngedanke eines anonymen Lebensgeschehens bis in die Menschen hinein empirisch gesättigt. Jeder existierende Organismus ist auf Anpassungsleistungen hingeboren und durch jeden individuellen Organismus hindurch läuft dominant ein Fortpflanzungsgeschehen, eine Reproduktion des Lebens. Später wird man sagen, der Gene durch immer neue Generationen einer Population. Pflanzen nennt der philosophische Biologe Plessner, Plessner war von der Ausbildung selbst Zoologe und Biologe, Plessner in seiner Rekonstruktion, die auf einen adäquaten Begriff des Menschen in der Naturgeschichte zielt, offene Positionalität. Dabei an die ausgestreckten Blätter und Wurzeln denkt. Alle Tiere hingegen geschlossene Positionalitäten, weil sie im Verhältnis zur Umwelt in eine Haut und in ein Hirn eingefaltet sind. Innerhalb dieser geschlossenen Positionalitäten kennzeichnet Plessner nun die Wirbeltiere, Säugetiere, einschließlich der Menschenaffen als zentrische Positionalität. Gemeint ist, dass es sich um auf sich und ihre Interessen bezogene, intelligente Lebewesen mit Graden von Bewusstsein handelt, die intentional und frontal zu den jeweiligen Artgenossen eingestellt sind und mit ihnen expressiv und gestisch kommunizieren. Jetzt wird klar, mit dem Begriff exzentrische Positionalität für den Menschen will Plessner den Bruch in der Naturgeschichte markieren, der den Menschen als das Lebewesen auftreten lässt, das die zentrische Einkapselung transzendiert, das auf eine Kultur angewiesen ist. Der Mensch ist das Lebewesen, das von Natur aus die Intentionalität der zentrischen Positionalität transzendiert, überschreitet, wie in Thomas Sowells Zeigegeste konkret gezeigt wird, die Plessner in dieser Relevanz durchaus für seine Zeit nicht erkannt hatte. Man kann Plessners exzentrische Positionalität von Thomas Sowell her dreifach aufführen. Erstens, exzentrisch ist ein neuartiges Lebewesen in der Naturgeschichte, das von seiner Position aus weg fortzeigen kann, sich auf etwas außerhalb seiner selbst, auf eine Sache hin überschreiten kann, indem es auf sie als Objekt zeigt. Zweitens, exzentrisch meint, aus der eigenen Position sich virtuell in das Zentrum des anderen gegenüber versetzen zu können, gleichsam intersubjektiv hinüberspazieren zu können und vom Zentrum des anderen aus, von seinen Einstellungen und Absichten aus, sehen zu können, die
gemeinsamen Sachen, aber auch sich selbst. Und schließlich das eigentliche Zentrum zwischen exzentrisch positionierten Lebewesen verlagert sich an einen dritten Ort, von dem her sich diese Lebewesen verstehen, auslegen und steuern. Hegel nennt das den objektiven Geist, Plessner die Mitwelt, Gehle die Institution, Tomasello nennt es die Shared Intentionality. Die Zeigegeste dreht sich hier also gleichsam um. Die Institution der gemeinsamen Wir-Intentionalität zeigt vom dritten Ort der Kultur her auf jeden von uns menschlichen Lebewesen, fordert ihn zur Kooperation auf, weist ihn zurecht, erzieht ihn, teilt ihn ein, ermutigt. Ein exzentrisch positioniertes Lebewesen in der Natur ist ein Bruch in der Naturgeschichte, ohne aus ihr aussteigen zu können. Plessner und die anderen Autoren haben drei sogenannte anthropologische Gesetze formuliert, innerhalb derer sich ein so positioniertes Lebewesen bewegt. Erstens, ein exzentrisch positioniertes Lebewesen ist von Beginn an auf natürliche Künstlichkeit angelegt. Es muss sich künstlich in der Natur seiner Körperlichkeit mit seinem Körper als Arbeitsinstrument stabilisieren. Das ist im Grunde der ganze marxische Arbeitsbegriff, das instrumentelle Verhältnis des Menschen zum Stoffwechsel und zur Natur, gleichsam in den Begriff der natürlichen Künstlichkeit. Menschen sind notwendig technische Lebewesen, die vorhandene oder fehlende Organe ersetzen, die vorhandene Organe entlasten und die von Beginn an, darauf kommt es an, natürliche Organe überbieten. Zitat bei Gehle: Waffen und auch Feuer ersetzen nicht vorhandene natürliche, ersetzen die nicht vorhandenen natürlichen Organe bei Menschen, die fehlenden Klauen und das fehlende Fell. Daneben, weiter im Zitat, treten von vornherein die Organentlastung und die Organüberbietung auf. Der Schlagstein in der Hand entlastet und überbietet zugleich in Erfolg die schlagende Faust. Der Wagen und das Reittier entlasten uns von der Gehbewegung und überbieten weit deren Fähigkeit. Das Flugzeug wieder ersetzt uns die nicht gewachsenen Flügel und überbietet weit alle organische Flugleistung. Zitat Ende. Zweites anthropologisches Gesetz. Ein exzentrisch positioniertes Lebewesen ist aber zweitens auf eine vermittelte Unmittelbarkeit seiner Existenz angewiesen, seiner Identität. Ein anthropologisches Gesetz, das nicht auf das Erste zurückgeführt werden kann. Das Erste ist also das Gesetz der natürlichen Künstlichkeit, das Zweite das der vermittelten Unmittelbarkeit. Exzentrisch positioniert ist nämlich ein solches Lebewesen instinktunsicher, instabil. Die Antriebe sagen ihm nicht eindeutig in allen Lebenslagen, welche Kontur, welche Identität es eigentlich ist, wer oder was es selbst ist. Es ist von Natur aus antriebsüberschüssig, seiner selbst unsicher und letztlich unergründlich. Ein solches Lebewesen identifiziert sein Innerstes, seine Bestimmung, anders als die Tiere, die sich im Grunde immer schon in ihren Instinkten und in ihrer Körpergestalt vorfinden und darin zurechtfinden, identifiziert ein solches Lebewesen, exzentrisches Lebewesen, sein Innerstes, seine Bestimmung erst und nur über einen symbolischen Entwurf, im Umweg über eine Rolle, die es erfindet und oder die ihm von den kulturellen Mustern einer Gesellschaft zugeworfen wird. Aber jedes kulturelle Muster, jede Symbolisierung, jede Tätowierung, die es sich auf die Haut zwecks Selbstidentifizierung einritzen lässt, jede Mode des Ausdrucks, ist immer selektiv und deckt nur einen Teil seiner Unergründlichkeit ab, seiner unendlichen Entfaltungsmöglichkeiten. Und deshalb, so die philosophische Anthropologie, deshalb brechen die individuellen Lebewesen und die jeweiligen Kollektive in der Geschichte immer erneut in neue Ausdrucksbewegungen auf, in neue Stile und Lebensstile, in Moden der Expression, die ihre Aufmerksamkeit und Lebensenergie mindestens ebenso fesselt wie die Fortschrittsmöglichkeiten der natürlichen Künstlichkeit. Schließlich unterliegen menschliche Lebewesen drittens dem Gesetz des utopischen Standortes. Exzentrisch disponiert kann sich dieses Lebewesen von seinem natürlichen Standort, seiner Körperlichkeit aus, in der Vorstellung,
in der Fantasie virtuell fortbewegen, in Räumen und Zeiten, die nicht hier und nicht jetzt sind, eben utopisch. Noch eher als ein Vernunftlebewesen ist der Mensch ein Fantasielebewesen, wie Galen gesagt. Aber zugleich muss es als Lebewesen die Träume und Tagträume in seiner Positionalität durchführen. Es muss sie ausleben, es muss das Abstrakte konkretisieren. Es ist an das Durchleben im eigenen Körper, im Standort des eigenen Körpers verwiesen. Das ist ein utopischer, das Gesetz des utopischen Standortes. Ich bin beim dritten abschließenden Akt. Transhumanismus aus der Perspektive der philosophischen Anthropologie. Dabei orientiere ich die Stellungnahme an den drei genannten anthropologischen Gesetzen, denen die exzentrische Lebensform, die exzentrische Positionalität sich nicht entziehen kann. Erstens dem Prinzip der natürlichen Künstlichkeit, zweitens dem Prinzip der primitiven Unmittelbarkeit, also des immer erneuten Strebens eines unergründlichen Lebewesens, seine Identität zum kulturell vermittelten Ausdruck zu bringen, schließlich dem Prinzip des utopischen Standortes, das jede Fantasie auf die rezentrierende Leistung der positionalen, vitalen Verkörperung zurückverweist. Zunächst kann man angesichts des Spektrums der vom Transhumanismus versammelten Phänomene neuer und künftiger technologisch vermittelter Interventionen in den menschlichen Körper einschließlich des Gehirns nur sagen, so ist es faktisch, so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach kommen. Aber keines dieser Phänomene zwingt aus philosophisch-anthropologischer Sicht dazu, einen trans- oder gar posthumanistischen Zustand der Gesellschaft zu postulieren. Ich trenne also in der ersten Stellungnahme die richtigen Befunde von ihrer überflüssigen, verzichtbaren Deutung als Transhumanismus. Alle genannten Phänomene, ob Verschmelzungen von Körper und Technik im Herz- und Hirnschrittmacher, ob morphologische Eingriffe in die Körperlichkeit und deren Aussehen, ob pharmazeutische Eingriffe in die psychischen Beweglichkeiten, ob eugenische Steuerung in der generativen Reproduktion, ob Auslagerung des menschlichen Geistes in neue technische Medien, ob Ausfahrten in den Kosmos. Alle diese Phänomene sind tendenziell aus dem Prinzip der natürlichen Künstlichkeit erwartbar, ohne dass ihre jeweilige konkrete technische Lösung vorhersehbar wäre. Sobald exzentrisch positionierte Lebewesen in der Naturgeschichte auftauchen, gehören künstliche Organersatz, künstliche Organentlastung und vor allem artifizielle Organüberbietung überhaupt zur menschlichen Lebenspraxis. Von der Disposition eines Lebewesens, das von Beginn an auf natürliche Künstlichkeit disponiert ist, muss die Art- und Gattungsgeschichte dieses Lebewesens alles in allem immer auch eine Fortschrittsgeschichte werden, die in immer fortgesetzten Anläufen auf ein Enhancement des Menschen bis hin zur immer weiter hinausgeschobenen Lebensverlängerung bis hin zur Überwindung des Todes zielt. Ein exzentrisch gestelltes Lebewesen kommt um die Möglichkeit des Umbaus seiner eigenen Physis, seiner Positionalität nicht herum, von der Eugenik bis zur individuellen Eutlastik. Eine Wortschöpfung im Sinne der selbstgewählten guten Gestalt. Wie an der praktizierten Transsexualität sichtbar, ist es einem exzentrischen Lebewesen, dem immer bereits geschlechtsspezifische Bestimmungen seiner Positionalität widerfahren ist, möglich, aus dem geschlechtlichen Positionalitätsmerkmal seines Körpers umzusteigen und seine Positionalität so umbauen zu lassen, dass ihm die innen verspürte Leiberfahrung des ganz anderen Geschlechts unmittelbar zugänglich wird. Und selbstverständlich ist bei einem exzentrisch positionierten Lebewesen, das der natürlichen Künstlichkeit unterliegt, das Mind-Uploading des im individuellen Leibkörper existierenden Geistes auf ein technisches Medium erwartbar. Die schwierigste technische Erfindung in dieser Hinsicht ist vermutlich die Mehrfacherfindung der Schrift gewesen. Äußerst schwierig zu entwickeln, weil größtmögliche mediale Abstraktion bloßer Buchstabenzeichen gegenüber einem in der konkreten Sinnlichkeit seines Körpers sich sinnhaft orientierenden Lebewesens. Die Auslagerung des an die stimmliche Artikulation gewöhnten Geistes
eine der kompliziertesten Operationen der natürlichen Künstlichkeit in der Gattungsgeschichte gewesen. Gegenüber diesen abstraktesten Übertragungsoperationen des Geistes in ein technisches Medium ist alle Digitalisierung des Geistes und seine digitale Auslagerung in unserer Moderne auf neues technische Medien gleichsam ein Kinderspiel. Weil auf der computerbasierten Oberfläche der Erscheinung der digitalisierte Geist erneut auf umfassende analoge Medien der Präsenz, nämlich der stimmlichen Verlautung für das Gehör, der visuellen Präsentation für das Auge zurückgreift. Etwas, was dem Medium der Schrift immerhin nicht möglich war. Einem exzentrisch positionierten Lebewesen ist prinzipiell auch die Auslagerung und Übertragung von Teilaspekten der Exzentrizität und ihre Intelligenz in konstruierte Maschinenmaterie möglich, also das Phänomen von künstlicher Intelligenz, wobei es zugleich wegen der Ausklammerung störender, vitaler Positionalitätscharaktere, Müdigkeit und dergleichen, was ja zur Positionalität, also zu dem Lebendigen gehört, Steigerung der Exzentrizität ermöglicht. Aufschlussreich ist, dass sich der Schwerpunkt der Forschung zur Robotik entwickelt, das heißt zum systematischen Versuch, künstliche Intelligenz als situierte und verkörperte neue Positionalitäten mit eigener sensormotorischer Wahrnehmung im Raum zu etablieren, über deren eingebautes Ausdrucksverhalten alltägliche Kommunikation mit Menschen anschlussfähig wird. Diese positionale künstliche Intelligenz, der Roboter wird als Spielzeug über die Kinderzimmer in die menschliche Welt einladen. Wobei menschliche Lebewesen dabei beobachtet werden können, ab wann sie genötigt sein werden, den expressiv reagiblen technischen Existenzen Selbstempfindlichkeit oder Fühlfähigkeit zuzuschreiben. Und endlich ist bei einem von Natur aus exzentrisch positionierten Lebewesen der Ausstieg aus der Basis jeder irdischen Positionalität, die erdablösende Raumfahrt, prinzipiell eine Möglichkeit seines Menschseins, als Humanität. Die moderne menschliche Welt koexistiert seit Mitte des 20. Jahrhunderts bereits mit um die Erde exzentrisch positionierten Flugkörpern. Die Kategorie der exzentrischen Positionalität ist gleichsam raumfluggetauglich. Man braucht kein transhumanistisches Postulat um das Phänomen der Kosmonautik oder Astronautik als ein menschliches Phänomen aufzuklären. Dieses möchte ich Ihnen am Beispiel der Weltraumfahrt erläutern. Es sind nämlich vier philosophisch-anthropologische Aufklärungen möglich, vier Präzisierungen, die das Phänomen der Weltraumfahrt als ein genuines menschliches Phänomen, als ein Phänomen der Humanität verdeutlichen. Erstens, Kosmonautik ist genuin kein Rationalitätsphänomen, sondern ein Projekt der Fantasie, also eines nur dem menschlichen Lebewesen möglichen Vermögens. Zweifellos ist die Kosmotechnik faktisch nur möglich aufgrund der instrumentellen Rationalität, also von naturwissenschaftlicher Berechnung. Aber Rationalität ist selbst nicht der Grund für das Projekt der Weltraumfahrt. Raumfahrt ereignet sich nicht als Anpassungsrationalität des Lebens, also nicht in Analogie des Überganges, des Organischen vom Meer zum Land, weil es sich bei diesen Vorgängen um eine Anpassung an eine bereits vorhandene Lebensbedingungsatmosphäre handelt. Und Raumfahrt ist kein Vernunftprojekt der modernen Gesellschaft, kein unvollendetes Projekt der Moderne, in dem sich der Mensch, die Menschheit rational vollenden oder optimieren würde. Nur eine Theorie, die den Menschen konstitutiv als ein Fantasielebewesen begreift, das exzentrisch in seinem Körper gestellt ist und damit über den Horizont der jeweiligen Wahrnehmung hinaus in seiner Vorstellung jenseits des Horizontes spazieren geht, gleichsam motorisch mit seinem Körper, in fernen Räumen sich bewegt. Nur ein solches Fantasielebewesen kann auf die Weltraumfahrt kommen im Sinne eines Verlassens der erdhaften Raumzeitstätte, an die es körperlich gebunden ist, unter Mitnahme des eigenen Körpers. Weltraumfahrt ist gleichsam die durchgeführte Fantasie als solche. Ganz gleich, ob diese Ablösung von der Raumzeitstelle der Erde irgendwie vernünftig ist. Zweitens, Kosmonautik ist zwar ein Geschehen in der Natur, ein Ausgriff in die Natur, in den Kosmos, aber es ist selbst kein naturgeschichtliches Faktum. In dem Sinne ist es nicht selbst naturgeschichtlich oder naturwissenschaftlich aufklärbar. Das heißt, eine evolutionsbiologische Erklärung, die den Menschen selbst
verkettet mit allen anderen Lebensformen, als bloße kontinuierliche Fortsetzung eines naturgeschichtlichen Mechanismus begreift, kommt an das Phänomen der Weltraumfahrt nicht heran. Im Phänomen der Weltraumfahrt kommt der Darwinismus an eine Erklärungsschranke. Nur ein Lebewesen, das als von Beginn an in sich gebrochenes Leben rekonstruiert wird, nur ein Lebewesen, das von Natur aus künstlich lebt, also von Beginn seiner Lebensexistenz in der Natur, als Körper auf Organentlastung, Organersatz und Organüberbietung angewiesen ist, nur ein solches Prothesenlebewesen kann im Sinne von Können auf Kosmonautik, also auf den Umstieg des Lebens selbst, in eine nicht lebenstaugliche Sphäre kommen. Nur ein von Natur aus nicht an die Natur natürlich angepasstes Lebewesen, das sich eine Lebenswelt in der Natur immer schon künstlich baut, kann auch eine kosmotechnische Existenz im Weltraum unter künftig selbst hergestellten Bedingungen in Raumstationen etc. kommen. Drittens. Kosmonautik oder Astronautik ist nicht möglich bei instinktiv gebundener Energie von Lebewesen oder Positionalitäten, die gleichsam zur Selbsterhaltung und Generhaltung ausgegeben wird und dann abstirbt, so wie es evolutionsbiologisch auch für den Menschen behauptet. Nur ein Lebewesen mit einem konstitutionellen Antriebsüberschuss, wie Gehlen das nennt, einer Triebüberschüssigkeit über die Lebensnotwendigkeiten hinaus, kann überhaupt die vitale Energie, die Technomanie entwickeln, um eine solche künstliche Antriebsenergie, wie sie für die Kosmonautik erforderlich ist, zu konstruieren. Eine Antriebsenergie, die sich vertikal aus dem Schwerkraftfeld der Positionalität löst und exzentrisch wird. Die größtmöglich faktische Entfernung zu aller Zentriertheit gegeben. Man sieht in dem Raketenstart und dem Abheben von Raumflugkörpern selbst anschaulich diese Antriebsüberschüssigkeit von Menschen. Oder anders gesagt, in den vertikalen Raketenstarts macht die angeschaute Antriebsüberschüssigkeit in den zuschauenden Menschen selbst Resonanz. Viertens und letztens. Kosmonautik ist kein Projekt allein menschlicher Lebewesen, das meint, es bewegt sich von Beginn an nicht allein im Zirkel von seinesgleichen, im Zirkel menschlicher Lebewesen. Es ist offensichtlich ein weltoffenes, auf die Begegnung mit nichtmenschlichen Lebewesen angelegtes Projekt. Für wie realistisch in welchen Zeiträumen man auch diese Chance einschätzen mag. Nur ein konstitutionell auf Weltoffenheit angelegtes Lebewesen, das für die Begegnung mit prinzipiell fremden Lebewesen disponiert ist, kann so etwas wie Kosmonautik aushecken und durchführen. Es kann fliegende Augen und Ohren ausschütten, um Resonanz von anderen nichtmenschlichen Subjekten erfahren zu wollen. Die Gestaltoffenheit des philosophisch-anthropologischen Grundbegriffes, exzentrische Positionalität, hält im Begriff des Menschen die Möglichkeit, dass ihm eine exzentrisch positionierte Struktur in ganz anderer Gestalt begegnen könnte, prinzipiell im Begriff offen und insofern Raumflugtauglich. Ich schließe die erste Stellungnahme zum Transhumanismus ab. Alle von ihm angeführten Befunde sind philosophisch-anthropologisch als Potenziale der Humanitas, der Conditio Humana, aufklärbar, ohne einen Trans- oder posthumanistischen Zustand postulieren. Ich ende mit zwei weiteren Stellungen, die ich kurz Der Transhumanismus ist hinsichtlich der Menschheitsgeschichte anthropologisch unterkomplex. Weil er eine weitere zentrale Dimension der Menschheitsgeschichte, nämlich den Fallpunkt in je kulturellen, koexistierenden Ausdrucksspielen von Menschen, nicht im Blick hat. Und drittens, er unterschätzt die Notwendigkeit der leiblichen Verkörperung aller menschlichen Gruppen. Es gibt neben der Fortschrittsgeschichte der menschlichen Gesellschaften der Gattung, die sich am Leitfaden der natürlichen Künstlichkeit orientiert, einen ganz anderen roten Faden der Weltgeschichte, nämlich den der Ausdrucks- und Stilgeschichte menschlicher Lebewesen, der dem Prinzip der vermittelten Unmittelbarkeit exzentrischer Positionalitäten auf ihrer Identität folgt. Natürlich sind beide Fäden in der tatsächlichen Menschheitsgeschichte verwoben. Aber man muss ihn anthropologisch trennen. Exzentrisch positionierte Lebewesen sind in der Naturgeschichte für sich unergründliche Lebewesen. Instinkt entsichert, Instinkt entbunden, unergründlich und dem, was sie eigentlich sind. Sie müssen in ihrem konkreten Lebensprozess je für sich, als Individuum und als Kollektive, im Umweg über einen kulturellen, symbolischen Ausdruck
einen Stil ihrer Identität erst feststellen. Sie müssen sich erst in einem Entwurf zu dem machen oder stilisieren, was sie von Natur aus schon sind, nämlich Menschen. Aber der jeweilige kulturelle Entwurf erschöpft die menschliche Unergründlichkeit nicht. Es sind immer noch andere Lebensmöglichkeiten, immer auch andere Epochenstile, immer auch andere Kulturen oder andere Moden menschlicher Lebensbewältigung möglich. Am sichtbarsten ist dieses anthropologische Grundgesetz im Bereich ästhetischer Lebensstile. Ob in Musik, in Architektur oder in bildender Kunst. Romanik, Barock, Gotik, Klassik, Romantik, moderner Konstruktivismus, Dekonstruktivismus stehen nicht im Verhältnis des Fortschritts zueinander, sondern nur im Verhältnis verschieden möglicher Ausdrucksmodelle menschlicher Potenziale, die zwar aufeinander folgen, aber prinzipiell nebeneinander als Lebensstile existieren, je für sich Aspekte des unerdrücklichen Potenzials des Menschen zum Ausdruck bringen und dementsprechend auch Renaissancen. Desgleichen stehen verschiedene Religionen oder spirituelle Lebensformen, einschließlich einer dezidiert nicht spirituellen Lebensform, der Atheismus, nicht in einem Fortschrittsverhältnis zueinander, sondern bilden nur ein vielfältiges Spektrum verschiedener Lebensentwürfe. Es gibt kein Fortschrittsverhältnis des Techno oder des Hip-Hop gegenüber der Romantik oder dem Barock. Alle vier und alle anderen Stile sind nur symbolische Varianten. Könnte sagen, Moden der prinzipiellen Unergründlichkeit menschlicher Lebewesen. Diese Dimension der Humanitas, der grundsätzlichen Struktur menschlicher Lebewesen als spektral expressive Lebewesen, die sich ebenfalls in der Weltgeschichte zeigt, die sie aber nicht in einer technologischen Fortschritts- und Überwindungsgeschichte des Menschen auflösen lässt, wird im transhumanistischen Projekt vom Ansatz her verkannt. Dritte ganz kurze Stelle. Von der philosophischen Anthropologie her erschließt sich die menschliche Lebensform, einschließlich jeder modernen, als eine konstitutionell von der pflanzlichen und tierischen Positionalität abgehobene, aber nicht darüber erhabene, weil vom Leben sich nicht lösende Lebensform. Menschliches Leben vollzieht sich an utopischen Stadien. Im imaginierten, fundierten Vorgriff auf eine Zukunft im Irgendwo und Irgendwann, aber zugleich im Standort des eigenen Leibkörpers. Diese Humanitas bleibt auch in Kraft für alle sogenannten Transhumanen, vor allem für alle Anhänger und Praktiker der transhumanistischen Bewegung. Der Anfang des Lebens, die Ontogenese des individuellen Organismus, die Kindheit und das Ende des Lebens, das durch Unfall, Verbrechen, Suizid oder Erkrankung sich vollziehende Ende des einzelnen Organismus, wie technisch er auch immer optimiert sein mag, müssen von ihm jeweils konkret selbst durchgelebt werden. Das Leben ist dem Menschen exzentrisch geworden, aber alle Exzentrierungen müssen wegen der Lebensgebundenheit vital rezentriert werden. Das ist das Positionalitätsgesetz. Es ist ein bisschen so, wie im Theorem der berühmten Nietzsche-Freundin, einerseits Nietzsche's Spitze, über das menschliche Leben. Zitat: Uns selber unbewusst leben wir es, das Leben, Tag für Tag, Stück für Stück. In seiner unantastbaren Ganzheit aber lebt es, dichtet es uns. Zitat: Alle technologischen Abstraktionen, die seitens der Exzentrizität des menschlichen Lebens möglich sind, müssen zugleich leibkörperlich konkretisiert werden, verkörpert werden. Das gilt vor allem für die Ontogenese, die sensomotorische Erschließung von innen, außen und Mitwelt in jeder frühen, noch vorsprachlichen Kindheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.